Hallo Freunde, hallo YouTube. Ich habe mir mal gedacht, mal alt gegen neu oder ein bisschen ältere Spider-Cos gegen oder versus ein bisschen neuere Spider-Cos. Und ich denke mal, ich fange mal mit dem Spider-Co Menix an. Also wir sprechen mal hier vom Spyderco Menix vom C95. Das wurde produziert zwischen 2004 und 2007. Und hier haben wir das C101 Menix 2. Dark Blue Planes steht oben drauf und das hatte Produktionsbeginn im Jahr 2014. So, jetzt habe ich hier zu meiner Rechten hier das C95 Menix aus dem Jahr 2004. Das war vom Spyderco, ja, wie soll ich sagen, Juniorchef ein Design, das C95 mit seiner CPMS 30V-Klinge und mit einer Klingenlänge von 9,5 cm. Das war ein ordentlicher Brocken. Die Klingenstärke haben wir hier mit 4 mm an der dicksten Stelle. Was halt bei dem Menix hier auffällt, wenn man die anderen Menixe anguckt, das hier hat einen Backlock, also einen Backlock-Verschluss. Es ist massiv gebaut, G10-Beschalung und eine 174 Gramm Schönheit. Vierfach versetzbarer Pocket Clip. Und wie immer hier bei Messern von Spyderco, die in den USA produziert wurden, haben wir hier Golden Colorado USA. Und das auch jeder weiß, steht auch noch Earth dran. Ich hoffe, man sieht. Hier haben wir noch so diese vom Erich Glässer hier seine Initialien. So, das hier war der einzige Versuch eines Backlog-Folders hier beim Menix. Man ging dann über zu diesen Kugellagerverschlüssen, die ich euch gleich beim 101er zeige. 174 Gramm teilskelettierte Liner, ansonsten ein sehr massives Messer. Hier habe ich mal als Vergleich hier liegen das Manly Comrade. Ich kann es auch geschwind hier ein bisschen auftun. Das Comrade. Und hier haben wir dann noch ein Victorinox, ein Standard Victorinox. Alles schön Ricasso an Ricasso. Dass man es da ein bisschen sieht. Ich glaube, man sieht es auch so bei dieser Draufsicht. Machen wir die anderen wieder weg. Also hier dieses C95 wird leider nicht mehr produziert. Also man kann sagen, der Urvater dieser Menix-Auflage. Stabiles Messer, sehr gute Handlage. Chimpings allerdings nur oben. So, und nun kommen wir zum C101. Das wäre hier dieses Menix 2 Dark Blue Lightweight. Und mich hat halt diese Kombination mit diesem CPMV 110er Stahl ein bisschen gereizt. Hier wurde dieser Lightweight Griff, das ist ein Fiberglas-Polymer, sagen Sie mal dazu, also ein ziemlich leichter Kunststoff, aber er ist zäh. Im Gegensatz zum hier zu diesem Urmenix ist das Ding hier vernietet. Es lässt sich hier nur so, glaube ich, mit einer 8er Torx-Schraube hier das Klingenspiel ein bisschen manipulieren, sage ich mal dazu. Der Verschluss ist dieser. Die Amerikaner sagen hier diesen Ball Bearing Verschluss.
ich sage jetzt halt einen Kugellagerverschluss. Hier geht ein Kugellager in den Nut rein und das Ding hebt bombenfest. Während hier, wie gesagt, beim C95 haben wir hier diesen Midlock oder Backlock hier oben. Eigentlich hier auch stabil angelegt, kein Klingenspiel. Hier haben wir auch kein Klingenspiel. Das C101er, wie gesagt, auch diesen Crookable CPMS 110 Stahl. Der dürfte so eine Rockwellstärke von 62 haben. Kommt mit ca. 3,2 mm und die Klingenlänge hat hier 8,6. Was halt hier interessant ist für Freunde von GoLite, das Teil hier hat ja so plus minus um die 90 Gramm. Während hier haben wir 174 Gramm. Es ist schon ein bisschen hier dieses C101 Minix 2 ist hier ein bisschen auf der leichteren Seite. Mal sehen, ob es klappt. Ja, interessant vom Stahl her. War damals für mich auch interessant vom Preis her, wo der Dollar noch so ein bisschen der Wechselkurs noch einigermaßen akzeptabel war. Ich lege auch hier mal wieder dieses Manly Comrade an. Wieder den Victorinox Folder. Den 93 mm. Ich hoffe, es kommt gut rüber. Ist ein bisschen dunkel heute. Also, das waren jetzt hier diese kurzen Vergleiche. Alt- oder Oldtimer gegen, ja, sagen wir mal, neues Modell gegen Youngster. Okay, alt gegen neu. C95 Minix, the first one. Und das hier aus dem Jahr 2014. Das Minix 2 hier in der Lightweight-Version. So, das war's in Kürze. Danke euch fürs Zuschauen. Grüßt, der Indoranger. Ciao.